Jo Leute, was geht? Willkommen zu neuen Daily Vlog. Und ja, wie geht's euch? Hofft mal alles cool. Und ich bin jetzt gerade wieder zu Hause. Ich war jetzt vor ein paar Minuten, war ich mit meinem Bruder draußen, hab mir zum ersten Mal so Burritos gegessen. Und ich muss wirklich sagen, heftig. Das waren so fette Dinger, Mann. Das war wirklich so. Und ich habe mir gedacht, ey, Alter, ich platze gleich. Aber es war lecker. Jetzt bin ich wieder hier. Habe jetzt noch draußen ein paar Dinge erledigt. Darum war heute wenig mit Vlog drehen und alles. So sagen, ich bin so um 12 Uhr aufgestanden. Danach essen, danach planen, danach Video, kurz geschnitten Video hochgeladen. Weil heute ist ein Outtake-Video zu unserem Halloween-Special auf unserem Hub-Kanal hochgeladen worden. Und ja, heute ist leider nicht viel passiert. Aber ich wollte mit euch trotzdem mal ein bisschen quatschen, weil bald, wie ihr so mitbekommen habt, bald sind wir mit dem Hauptkanal auf die 10.000 Abo-Marke oder ein paar Tage noch oder weiß ich nicht. Und ich muss wirklich sagen, ich habe mir viel Gedanken gemacht, wie es mit dem Kanal weitergeht, weil, wie ihr so bemerkt habt, der Hauptkanal sind 3 Leute abgebildet. 3 Leute, davon sieht man hauptsächlich nur mich. Es ist kein großes Geheimnis, was mit den anderen 2 Jungs von mir sind. Es ist einfach schwierig, weil die so, wie ich YouTube sehe, sehen sie es halt nicht. Die haben andere Dinge um die Ohren, die haben viel mehr was mit ihrem Real Life zu tun, haben andere Probleme. Und so mit YouTube sind sie da nicht so drin wie ich. Darum muss ich demnächst was ändern. Ich merke es auch selbst, auf meinem Breakout Steve oder Steve Hang YouTube-Account geht da wesentlich viel mehr ab in Richtung Interaktion, weil ich mit euch ziemlich nah bin. Ich quatsche jeden Tag über mein Leben. Und auf dem Hauptkanal ist es mehr in Richtung Sketche, was Fiktives so darzustellen, sozusagen Schauspielern und so. Hier sieht man es ja auch, dass einfach der Zweitkanal oder besser mein Kanal mehr abgeht als mein Hauptkanal. Von Kommentaren her. Und das verstehe ich halt ab und zu nicht, weil ich mir denke, da ist immer noch dieselbe Person. Darum würde ich gerne mal wissen, weil ich habe auch von vielen gehört, die finden den Kanal, den, wo ihr jetzt gerade schaut, besser als der Hauptkanal. Wo ich mir auch dann denke, wie denn das? Sind doch beide dieselben Personen. Und da wollte ich auch mit euch ein bisschen diskutieren, würde mir gerne wissen, wie ihr darüber denkt. Und wie gesagt, ich habe vor, ab den 10.000 vieles auch zu ändern, sowie auch Kanaldesign. Auch hier auf dem Kanal wird sich vieles ändern in Richtung Design. Und auf unserem Hauptkanal Breakout TV will ich auch vieles ändern. Und ich finde es immer noch krass. Das ist einfach ein krasses Erlebnis für mich, weil es einfach, ich habe mit YouTube Februar 2016 angefangen und jetzt, dass es einfach so hochgestiegen ist, finde ich einfach nur krass, wie viele Leute ich dadurch kennengelernt habe und alles und dran. Und das ist einfach für mich einfach heftig. Es ist einfach krass, geil, und es muss sich halt ein bisschen was ändern in Richtung vielleicht die Formulierung, sowie auch, ob das jetzt mein Kanal, unser Kanal ist auf dem Hauptkanal, weil das Problem ist einfach, meine Kumpels sind halt, die bringen mir gute Ideen mit, die sind auch, wenn sie Zeit haben, sind die dabei, aber sind einfach im Schnitt und alles und dran nicht dabei. Ich bin für die Werbung und alles. Ich bin da One Man. Einerseits habe ich auch gesagt, ich will ja ungern alleine arbeiten. Deswegen arbeite ich viel mit anderen Leuten, weil einfach alleine ist einfach anstrengend und fehlt die Motivation und alles und dran. Darum arbeite ich gerne in Teams. Darum muss man gucken, wie ich das jetzt alles stemme, wie ich das alles umstrukturiere, weil ich habe auch vor, auf dem Hauptkanal 2 Videos der Woche hochzuladen, und das wird noch geplant, wie und wo und was. Darum bin ich da ein bisschen am Grübeln. Und das wollte ich euch mal erzählt haben, weil ich will gerne einfach wissen, wie ihr dazu denkt, was mein Hauptkanal ist. Dieser Kanal ist auch mein Hauptkanal. Ich sage immer, es wäre mein Zweitkanal früher gewesen, aber jetzt behandle ich es auch als mein Hauptkanal. Ich mache mir halt voll Gedanken, was ich mache und inwieweit ich diese Videos gestalte, weil an sich, keine Ahnung, ich versuche jeden Tag hier ein Video hochzuladen, was ich auch ab und zu wirklich schaffe, aber ab und zu auch. Ich habe Arbeit, YouTube, dann auch DJ, Organisationssachen, Hauptkanal, alles und dran. Es ist ziemlich viel Planung. Darum ziemlich bläh. Ich wollte einfach mit euch mal austauschen, weil es einfach für mich auch wichtig ist. Auch wenn ich zum Beispiel viele Kontakte habe, fühle ich mich irgendwie doch ein bisschen hier in München ein bisschen, wie soll ich sagen, einsam. Weil es einfach hier so, ich bin der laufende Antrieb. Ich bin derjenige, der immer was macht und versuche immer alles zu pflegen, alles zu machen, alles zu biegen, alles zu drehen. Aber irgendwie ist es doch immer, ja, mir fehlt halt was. Keine Ahnung warum. Das habe ich auch in Twitter gepostet. Danke auch nochmal an alle Abonnenten und Zuschauer, die mir einfach gesagt haben, ey,
wir sind da für dich da, Community und alles und dran. Deswegen, das hatte ich halt am Anfang so richtig noch nie gehabt, so richtig krass Anbindung, weil ich einfach das jetzt mit WhatsApp durchgezogen habe und es kommt auch gut an. Und ich versuche immer wieder darauf dran zu bleiben und es nicht einfach liegen zu lassen. Ich habe schon gemerkt, hat jemand schon per WhatsApp geschrieben? Ja, es haben wieder ein paar auf WhatsApp geschrieben und ich habe es noch nicht geschafft, die zu antworten. Ihr müsst mir ein bisschen mit mir Geduld haben. Ich bin auch nur ein Mensch und versuche alles irgendwie hinzubiegen, wie es mir halt meines Menschen da sein, dass ich es irgendwie schaffe und ja. Und ja, noch sorry, dass ich es heute auch nicht geschafft habe in Richtung. Heute wollte ich eigentlich ein Vergleichsvideo über die Tube-Stars mit den Stars-Tube machen. Ich mache es genau erst, wenn die Stars-Tube, die neue Ausgabe jetzt rauskommt, weil Oktober-Ausgabe ist die Stars-Tube. Tube-Stars ist so das Ende Oktober, so schon fast Anfang November. Darum werde ich das erst machen, wenn ich die neue Stars-Tube in der Hand habe. Somit seid gespannt. Ja, das ist halt so ein Laber-Video, wo ich mir denke, ich will einfach gerne mit euch austauschen in Richtung, wie ich mich jetzt gerade fühle, weil ich mir sonst immer denke, ich laber immer, was ich gerade mache. Aber jetzt wisst ihr, was ich so in meinem Kopf so durchgeht. Ich versuche einfach jetzt was hinzubekommen. Oh, die Zoe schreibt mir gerade. Und es wird wieder kommen, Zuschauerpost aufmachen, Zuschauer anrufen. WhatsApp-Challenge habe ich mir auch schon lange überlegt. Und das ist einfach alles, was ich mache, aber es kommt demnächst. So sagen, Geduld. Ich bin da noch ein bisschen... Ich fand es jetzt mal gut, dass ich einfach ein bisschen sowas gelabert habe, weil sonst wüsst ihr nicht, was so mit mir abgeht, was zur Zeit abgeht und so. Klick, 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 klick. Könnt ihr mir sagen, was ihr euch vielleicht wünscht für ein 10.000 Abo-Special? Ich weiß ja nicht, wie viele von den Zuschauern, die jetzt auf den Kanal sind, auf meinem Hauptkanal oder auf unserem Hauptkanal mit dabei sind. Weil ich sehe immer die von dem Kanal, aber vom Hauptkanal eher weniger. Darum würde ich mich jetzt sehr interessieren, was schaut ihr eher? Schaut ihr mich hier eher an oder auf unseren Hauptkanal? Ich hoffe mal, das Video hat euch gefallen. Das war's eigentlich von mir und ja, in diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Abend und wir hören uns morgen wieder in alter Frische in einem neuen Daily Vlog und ja, tschüssi, ciao!